besonders auffälliges Vespa-Sondermodell ist für den Modelljahrgang 2020 kreiert worden, die Vespa Primavera Sean Wotherspoon. Die Vespa mit dem Flair der 50er Jahre erhält mit diesem Sondermodell nun den farbenfrohen Look der 80er und 90er Jahre. Verantwortlich dafür ist der US-amerikanische Kultdesigner Sean Wotherspoon. Die größeren Verkleidungsteile sind in auffälligem Gelb gehalten, andere Teile in Mint und Dunkelgrün sowie in kräftigem Rot. Das rote Trittbrett ist mit blauen Gummiauflagen kombiniert. Speziell ist auch die Sitzbank, die mit hellbraunem Kordstoff überzogen ist. Zum Schutz des edlen Bezuges befindet sich ein Regenschutz an Bord. Am weißen Rand der Felgen sind Vespa-Schriftzüge angebracht. Bemerkenswert ist auch der schwarz lackierte Auspuff. Außerdem gibt es reichlich Chromzierrad inklusive Klappgepäckträger vorne. Und selbstverständlich ist auch der Schriftzug des Designers vorhanden. Technisch ist kein Unterschied zur normalen Primavera, fährt sich also wie gewohnt. Die Vespa Primavera Sean Wotherspoon gibt es als 50 Kubikzentimeter Modell mit 3,3 PS um 3.699 Euro. Sowie, wie hier im Bild, als 125er Variante mit 10,7 PS um 5.199 Euro. Bunte Vespa Primavera Sean Wotherspoon Kultstatus erreicht, wird sich zeigen. Sicher ist jedenfalls, dass dieses Modell bis ins Detail kreativ und farbenfroh durchdesignt wurde.